Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Na 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 Samba, Samba de Janeiro. Na 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 na. Und willkommen zum Video hier in Sao Paulo, hier in Brasiliens letzte Rennen ist angebrochen und wir geben uns hier die Ehre, zum letzten Mal die Fahrt hier zu bestreiten. Auf jeden Fall kommen wir zu uns und sie hier gerade so das Lied volle Ohrwurm. Kam bei RTL die ganze Zeit oder Dinger. Komme ich kurz zum Qualifying eben angeguckt. Eine halbe, 15 Minuten ist es vorbei. Und ich will ja auch ein bisschen Feeling vermitteln, dass es regnet. Deswegen habe ich zockt einmal letztes Mal mit Regen. Sonst habe ich immer wolkenlos eingestellt. Aber egal. Kommen wir kurz. Eine Strafe? Warum? Ich mach zurückspulen. Zurückspulen. Hoffentlich habe ich jetzt keine Strafe. Auf jeden Fall kommen wir kurz zum Qualifying an sich. Sutil diesmal durchgekommen. Erste Q3. Dann Q2. Nichts Besonderes passiert bis auf Ende. Unfall. Perez ist einmal über die Curbs gefahren. Und dann hat es ihn einmal gedreht. Und einem 1, 2, 3 Dusse war er dann. Und ja. Dann wurde das Rennen erstmal, das Qualifying erstmal eine halbe Stunde unterbrochen. Dann ging es ins dritte Q3. Hülkenberg leider nur auf Platz 10 gekommen. Dafür Vettel wieder auf Pole. Zweiter ist der Herr Rosberg. Dritter ist der Herr Hamilton. Vierter ist Webber oder andersherum. Aber ich glaube, Webber ist auf 4. 5 ist Hamilton. 6 ist Grosjean. Und Alonso kommt dann auch ins 20. Keine Ahnung. War am Ende richtig noch spannend. Grosjean war auch mal kurz auf 1. Im Qualifying, dritten. Aber da hat Vettel alles wieder klar gemacht und ist auf die Pole gesprungen. Und ja, wenn ich jetzt hier heute, wenn ich Hamilton schlage, dann bin ich Weltmeister in meiner Serie hier. Was eigentlich gar nicht so leicht ist hier, wenn es regnet. Die Strecke ist an sich auch richtig schwer. Richtig viel Kurven und letzte Saison war es auch damals voll spannend. Da hat es damals auch gepisst. Da hat Vettel, ist gerade noch so letztes Jahr Weltmeister geworden. Und ja, auf jeden Fall werden wir sehen. Morgen soll es wahrscheinlich dort auch wieder regnen. Es ist wahrscheinlich öfter so, dass es in Brasilien regnet. Na 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 na. Samba, Samba de Janeiro. Haben sie gerade gut gelaunt, keine Ahnung. Weil, keine Ahnung, gut ist. Weil Vettel auf Pole wahrscheinlich ist. Und ja, ich auf Pole Platz 1. Läuft richtig auf Platz 1. Läuft richtig gut. Und ich weiß gar nicht, was ich über Rennen noch sagen soll. Auf jeden Fall eben Perez unglücklich rausgeflogen. Und Verjean, oder wie der heißt, der wo für Toro Rosso fährt, wo später für Ding kommen soll, für Mark Webber, ist auch unter Top 10 gekommen. Auch nicht schlecht. Und ja, letzte Rennrunde ist bei mir jetzt hier angebrochen. Seit der ersten Runde auf... Ah ja, Massa wird auch aufhören. Und Ding, Adrian Sutil wird wahrscheinlich in der... Wie heißt dieser Team? Wird auf jeden Fall sein Team bleiben. Keine Ahnung, wie das heißt. Wird auf jeden Fall bleiben. Aber Perez hat es richtig schön gewickelt. Im zweiten Q3. Deswegen... Hat halt richtig gepisst, deswegen gab es eine halbe Stunde Verzögerung, war ein bisschen behindert. Aber naja, was soll man machen? Hülkenberg leider eben nur, wie gesagt, auf Platz 10. Ziemlich scheiße, finde ich. Dafür Vettel wieder überragend auf Ding. Auf Platz 1 auf der Pole. Mit wieder deutsche Führung, Rosberg auch auf 2, obwohl ich eher Hülkenberg da vorne sehen will. Mal gucken. Weiß gar nicht, was jetzt mit dem nächste Saison geschehen wird. Und immer in der Kurve, Alter, drehe ich mich. Es gibt's doch gar nicht. Immer in der verflixten Kurve drehe ich mich. Ja, eben schon mal aufgenommen. Aber dann alles wie gefailt. Weil es war erst, dachte ich, brauche keine Einführungsrunde. Ist nur für Noobs, ey, aber hab's dann doch gebraucht. Und ich darf nicht über die Curbs fahren. Das ist gar nicht gut. Ist nämlich die, wenn es regnet, muss man eigentlich vom Gas runtergehen dann. Sonst 1, 2, 3 Dusse bist du in der Bande. Und jetzt die langgezogene Kurve noch und dann ist das Ziel am Ende. Und ich bin somit Weltmeister geworden.
Und zatsching! Vettel darf sich freuen, ich mich auch. Schnellste Rennnummer 1,25. So gut wie die Profis eigentlich jetzt gefahren sind beim Regen. Also Leute, ich bin raus. Ah ne, wir müssen ja noch die Tabelle angucken. Mark Webber gar nicht so schlecht. Hülkenberg ist letztes Jahr noch gar nicht gefahren, muss ich mal gucken. Doch, ist auch schon gefahren, wusste ich gar nicht. Aber Kovalainen hier auch wieder am Start, ja, wo im Moment für Ding fährt. Arturo Rosso fährt Vergne, oder wie der Typ heißt, der Franzose. Auf jeden Fall, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Und bewerten nicht vergessen, favorisieren, masturbieren und liken und so. See you later, Alligator.